So Leute, willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker mit dem Cloud von Delivery LP. Und in der letzten Folge haben wir endlich diese eine Kiste in dem einen Raum gekriegt und hier suchen wir jetzt gerade die nächste Kiste. Und ich habe sogar ein bisschen noch geguckt, was man hier so machen könnte und mir fiel ein, in den einen Raum konnten wir den Totenkopf ja oder irgendwie da umstoßen, an der, wo Makoros hinter eingesperrt war. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal versuchen, ob das hier auch irgendwie funktioniert. Vielleicht haben wir ja das Glück. Andererseits zweifle ich dran, weil irgendwie ziehen wir uns letztendlich nur da dran. Mit dem Hammer funktioniert das auch nicht so ganz. Können wir die Dinger untersprengen vielleicht? Ja, so vielleicht eher weniger. Oder? Na, ich schlicht die Bombe vielleicht mal direkt runter. So. Irgendwie muss man doch hier an diese blöde Kiste kommen, oder? Der Deathstroke sitzt gerade neben mir und hat gerade eine Idee gehabt, die vielleicht sogar Sinn macht. Mit den Eisenstiefeln. Ja, und das funktioniert sogar. Das ist schon mal ein Anfang. Da haben sich nur ein paar Rubine gezeigt. Dann holen wir mal den nächsten runter. Also ich kann mir nur vorstellen, dass dahinter irgendwas noch ist. Ah, da haben wir einen Gegner. Okay, dann kommen wir runter hier. Eisenstiefel erstmal wegpacken hier. Kommt der runter, oder? Ach komm, ey. Muss ich jetzt extra den Bogen auspacken. Na? Wo ist er? Der lebt noch? Würde ich sagen. So, das war Nummer 1. Also wahrscheinlich sind hier aber noch mehr Gegner. Oh, da hat ein Glücksamulett fallen lassen. Das kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht. Weil dazu müssen wir wieder hochkommen irgendwie. Ich glaube nicht, dass wir von hier aus jetzt rechtzeitig darüber kommen. Ist auch schon weg. Okay. Hat sich erledigt. So, dann müssen wir uns erstmal wieder da hochziehen irgendwie. Um an die anderen Totenköpfe. Anderen Köpfe. Sind ja keine Totenköpfe in dem Sinne. Um da dran zu kommen. Ziehen wir uns dann eben darüber. So, von hier aus müsste ich eigentlich schon mal an den dran kommen. Aber ich will mich jetzt auch nicht direkt darunter stellen. Aber anscheinend werde ich das müssen. Ich kann ja versuchen, ein bisschen in die Ecke zu gehen. Natürlich werde ich direkt wieder runtergeschubst. Idealerweise muss ich da wieder hoch. Großartig. Und dann. Zielen sollte geleert sein. So, und sind wir auch gleich schon wieder oben. Also ich hoffe, dass das ist wirklich auch das ist, was ich tun muss. Dass ich da noch irgendwie ein paar Gegner erledigen muss und dann die Kiste einfach erscheint. Na, krieg ich den von die ja, okay. Oh, ich hab ihn mit den Enterhaken gekillt. Ach, die Kiste erscheint. Gut. Auch praktisch, dass ich den einfach so runterziehen kann. Ich hätte noch einen Rubin hinterlassen und dann gucken wir mal, was in dieser Kiste ist. Damit wir dann endlich weitergehen können. Noch eine Schatzkarte. Schön. Das freut mich sehr. Gut. In welche Tür müssen wir denn jetzt? In diese da? Ist das die? Das ist die. Okay, dann
Moment mal Chorus und dann geht's weiter. Und dann sind wir jetzt auch im Endspurt im C4-Tempel endlich. Sollen wir eben die Moblins hier erledigen? Waren schon alle? Oh ne, da lebt noch einer. Upsala, upsala, upsala. Nein, 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 nein. Ich brauche meine Bomben. Das ist das Dekoblatt. Das ist wieder das Dekoblatt. Das sind Bomben. Gut. So, Nummer 1 sind wir los. Der muss nur noch eben explodieren. Verdammt zu spät. Ey, komm wieder. Bin ich fertig mit dir. So, guten Appetit. Geh weg. So. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann müssen wir jetzt nur noch mal gucken, was in dem Raum hier zu tun ist. Ich glaube, irgendwie sollten wir da nicht mit Cloud durchspringen, weil ich glaube, das wirft uns dann letztendlich runter. Wir holen mal Chorus, der kann ja erstmal darüber fliegen. Hoffe ich zumindest, dass der das so ganz easy kann. Dann schicken wir erstmal den rüber, vielleicht. Ah, der kann da hinten einen Baum pflanzen, okay. Ach, der braucht wieder ewig. Wir spielen mal die Sonate. Weil der kann ja ganz einfach über die Luftströme rüberfliegen. Und ich denke mal, die gehen dann aus, sobald der Baum gepflanzt ist. Und wir müssen aufpassen auf die vier Gegner, die da drüben sind. Also pflanzen wir einen Baum und fliegen direkt wieder weg. Och nein, das ist wieder so eine scheiß Hand. Oh, die sollte man Kurs nicht kriegen. Aber die kriegt die bestimmt. Okay, dann kann Makoros jetzt erstmal weg hier. Den erstmal in Sicherheit bringen, bevor die Hand ihn packt. Und ihn wieder sonst wohin verschleppt. Und dann kann ich einmal hier rüber und mich um die Gegner kümmern. So, ich werde den Bumerang brauchen. Als erstes will ich die Hand loswerden. Und noch einer. Ah, die Hand ist mir K.O. So, jetzt aber. So. Dann darf als nächstes der dran glauben. Und dann der, der mich auch vorhin nochmal selbst erwischt. Hm. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Na. So, die magische Power haben wir auch gekriegt. Super. Hier kriegen wir noch ein schönes Herz. Gut, hier haben wir eine Tür. Das ist gut. Dann haben wir nicht viele Alternativwege. Und Kisten haben wir auch nicht mehr, die wir sammeln müssen. So, jetzt können wir erstmal mal Chorus hier rüberholen. Die müssen wir sowieso mitnehmen. Der steht da auf der Kante quasi. Und da sind wir auch schon fast bei Cloud. Ja, komm, reicht. So, wie viele haben wir denn jetzt noch hier? Wir haben nur noch einen Gang, wenn ich das richtig sehe. Und dieser Gang macht eine Menge Wind. Da müssen wir mal gucken, wie wir das anstellen. Also wir haben hier einen fetten Windkanal quasi. Also mit den Blöcken könnten wir theoretisch schon mal die Klingen stoppen. Die Frage ist, können wir dann einfach so da durch? Wir versuchen es einfach erstmal. So. Engen wir jetzt noch ein bisschen ein. Damit wir freie Bahn haben.
Okay, das funktioniert so nicht. Hätte funktionieren können, aber ich denke mal, müssen wir da mit den Eisenstiefeln durchgehen. Damit wir nicht weggewählt werden, wie auch im Eingang schon mal. Von dem Tempel. Da hinten sehe ich einen Triforce. Da müssen wir wahrscheinlich wieder die Hymne des Zephi-Gottes spielen. Okay, Eisenstiefel. Den Eisenstiefel können wir auf jeden Fall runter. Greifen und schieben. Ich will die Teile hier ein bisschen aus dem Weg haben. Weil wir müssen auf jeden Fall mit Makoros durchkommen. So viel ist sicher. Das ist die Frage, da kommen wir ja theoretisch nicht... mit Makoros rüber. So, wir holen uns mal die letzte Kiste und bauen uns da in dem die kleine Brücke, damit Makoros mit kann. Greifen, genau. Dann müssen wir uns an dem einen eben so vorbeischleichen. An der einen Klinge. Oder an diesem, was auch immer es ist. Für mich ist es ein komisches Ding mit Klingen dran. So, wir schieben das mal noch ein bisschen in die Mitte, weil ich glaube, in der Mitte kommen wir am ehesten durch. Ein Stück noch. Naja. Mitte ist es anders, aber es passt schon so. So, dann gucke ich mal, ob ich jetzt mal Koros einsammeln kann. Und ob ich den dann mitnehmen kann auch. Wird auf jeden Fall ein Heidenspaß. Stampf, 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 Stampf. Ah, Mist. Da bin ich ein Stück zu weit gelaufen schon. Makoros, komm her. Und nochmal. Oh, man ist so langsam mit den Eisenstiefeln. Schnell, schnell. Zu langsam. Oh, wie soll man das schaffen? Bis wohin kann ich dann... theoretisch bis hier. Dann setze ich mal Kurs mal auch hier hin. Weil hier wird er noch nicht vom Wind erfasst. Ist die Frage, wird er da schon von der Klinge erfasst? Wir versuchen mal, ob er da schon von der Klinge erfasst wird. Wahrscheinlich ja, und dann nimmt er Schaden und dann habe ich die Arschkarte. Aber ja, das könnte knapp werden. Okay, er wird da schon erfasst von der Klinge. Er sollte da weggehen. Na ja, gut, er ist auch schon weggegangen. Wie machen wir das? Was befindet sich denn dahinter? Das war knapp. Hier hinter ist nur noch das Ding. Okay. Da brauchen wir auf jeden Fall Makoros. Den müssen wir irgendwie hier rüberkriegen. Nur wie? Weiß ich noch nicht so ganz. Der Tempel, der geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Wie sieht denn das da oben aus? Das ist bündig? Das ist bündig anscheinend, ja. Also können wir Kurs auch nicht hier drüber fliegen. Ach man. Kann ich nicht einfach meine Eisenstiefel geben, damit der nach mir kommt oder so? Wenn ich den kleinen Makoros hier hinstelle und den einfach mitschiebe. Funktioniert das vielleicht? Also Makoros, der ist jetzt gleich quasi drüben. Ich werde noch ein Stück nach rechts schieben. Dann muss das jetzt gleich ganz schön schnell gehen, alles.
runter, greifen, schieben. Weil der ist jetzt quasi, der wird ja von dem Wind quasi gegen den Klotz gedrückt gerade. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Der hält das schon aus. Gut, Makoros dürfte jetzt, müssen wir nur noch mitnehmen und hier durchgehen. Dann haben wir Makoros nämlich auch drüben. Und ich denke mal, hier sind wir auch sicher vom Wind. Dann können wir jetzt mal die Eisenstiefel endlich wieder ausziehen. Achso, da kommt wieder runter, gut. Gut, und dann spielen wir wieder unseren Lieblingssong. Gut, das wäre auch geschafft. Und da tut sich ein neuer Weg auf. Bumm. Wunderbar. Erstmal das hier aufmachen. Damit wir das nächste Mal unseren Shortcut haben, falls wir jetzt verkacken sollten. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, weil wir haben jetzt volles Leben. Wir müssten relativ volle Pfeile haben. Und wir haben auch noch 4 Feen. Ja, 4 Stück haben wir noch. Volle Pfeile haben wir auch, volle Bomben haben wir auch. Also wir sollten auskommen eigentlich. Gut, dann geht's erst einmal speichern. So, das war's dann auch schon mit Speichern. Gut, wir gehen zum Endgegner. Eine halbe Folge haben wir noch in der Zeit. Könnte man schaffen, ansonsten muss ich ein bisschen was ziehen. Okay, wir haben einen großen Raum mit ein bisschen Sand. Und wir brauchen den Endhaken wahrscheinlich für den Endgegner. Okay, ganz ehrlich, an den Endgegner kann ich mich gar nicht mehr erinnern, so recht. Aber es ist ziemlich offensichtlich, wie wir den angreifen müssen, das ist schon mal gut. Ah, die Musik mag ich. So, wo ist der Gute? Ich glaube, der verfolgt mich gerade ein bisschen. Da kommt er. Hat er mich gerade gefressen? Ich glaube, takt. 2 Herzen mit einem Treffer abgezwungen hat er mir. Aber jetzt die Frage, wie muss ich den abwehren? Wohl kaum mit der Bombe. Mit dem Schwert. Ah. Ah, doch, mit dem Schwert angreifen. Okay. Die komischen Larvenviecher, die kann ich mit dem Schwert erledigen. Das ist, oh, die geben uns sogar Herzen. Das ist schön. Das ist nett. So, dann schnappen wir uns mal wieder das Ding hier. Ah, Mist, das Herz wird leider nicht mehr gekriegt, aber das kriege ich. Gut, dann war fast wieder voll Herzen. Ne, der kommt noch nicht. Bleib da unten, bitte. Ach du Scheiße. Also hat hier auf jeden Fall einen Territorienbonus mit dem Sand. So viel ist mal sicher. Weiß, wie ich das Herz nicht eingesammelt. Egal. Ist auch nicht so wichtig. Ah, haben wir doch eins gekriegt. Nett.
Ja, da bildet sich wieder ein Loch im Boden. So, und dann... Na, oh, frisst er uns wieder. Ich glaube nicht. So, wo ist er? Da. So, dann gib mir halt deine Zunge, dann kann ich nochmal draufschlagen. Wenn es überhaupt seine Zunge sein soll, das weiß ich gar nicht, aber sieht irgendwie, nach irgendwie sowas aus. Ich wollte eigentlich nicht in den First-Person-Modus. So, da fliegt er wieder irgendwo bei uns rum. Ja, da geht er wieder in den Boden. Und ich sehe nichts. Weg. Du komm mal her. Dich verarbeite ich mal zu Hackfleisch. Und den sehe ich nicht mehr. Verdammt. Da ist er. Gut, habe ich den auch. Und dann kann ich mir mal seine Zunge. Was das etwa? Ja, wir haben ihn geschafft anscheinend. Ich habe das erst gedacht, der rastet jetzt erst richtig aus, aber der war ja ziemlich easy, muss ich sagen. Und da finden wir unseren Herzcontainer. Und der Sand verschwindet langsam. So, den Herzcontainer nehmen wir natürlich mit. Du hast einen Herzcontainer gefunden, damit erhöht sich deine Energie um 1. Zusätzlich wird deine Herzleiste wieder vollständig aufgefüllt. Ah, wir haben jetzt die zweite Leiste angefangen. Gerade eben. Cool. Damit haben wir jetzt 11 Herzen insgesamt. Das freut mich, echt. Das freut mich wirklich. Da haben wir den kleinen Chorus nochmal. Das Masterschwert hat seine alte Stärke zurückerlangt. Die Stärke, das Böse zu verbannen, wohnt ihm nun inne. Nunmehr ist es das wahre Schwert für einen Helden. Werter Freund Cloud, damit wäre die alte Stärke des Masterschwerts, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen, vollständig wiederhergestellt. Auch mein Vorfahre ist bestimmt darüber überaus erfreut. Ich verbleibe somit hier im Tempel und setze meine Gebete fort. Du schreite bitte durch das Licht und kehre auf die Oberwelt zurück, werter Freund Cloud. Auch meine Gebete sind mit dir. Verstehe, dann ist die verwunschene Bastion also bereits. Oh Mann, was sagt man dazu? Ist ja verlassener hier als meine drei Cousins von ihren Frauen. Oh, wirklich. Es ist so still geworden hier, man könnte sogar einen Kieselstein umfallen hören. Jungchen, Jungchen, du machst dir ein Gesicht wie 7 Tage rauer Seegesang, Seegang. Die Monster sind weg, wie wär's, wenn du dich mal ein bisschen freust? Cloud, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Seit jenem Zwischenfall, bei dem Valoo Ganon hat in Flammen aufgehen lassen, fehlt oberhalb des Meeres jede Spur von ihm. Und nicht nur das.
Seine monströsen Schergen, die um Ganons Stützpunkt die verwunschene Bastion patrouillieren, sind auch bis auf den letzten Mann verschwunden. Doch ist momentan meine größte Sorge, wie es um Zelda steht. Cloud, finde alle Triforce-Splitter und begib dich auf dem schnellsten Wege nach Hyrule. Ja, ihr habt gehört, was wir dann in den nächsten Folgen so tun dürfen. Ich werde mich auch, ich denke mal jetzt sputen, das zu tun. Ich werde noch, ich denke mal in der nächsten Folge den Rest der Seekarte eben voll machen. Und dann, geht es daran, die Triforce-Splitter zu kriegen. Ja, weil 100% werde ich, glaube ich, eh nicht machen wollen. Bis auch nicht schaffen. Und so vom Herzstand, ich glaube, das müssten wir ja schaffen. Also von daher, wir haben jetzt noch theoretisch 4 Minuten, aber ich glaube, in den 4 Minuten ist sowieso nicht viel zu machen. Wir können ja auch eben noch die Seekarten öffnen, die wir gefunden haben. Wo ist denn die andere? Wir haben 2 Stück gefunden, da ist noch eine. Vielleicht können wir ja die eine oder andere davon auch mal irgendwie erforschen, sag ich mal. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt The Legend of Zelda Wind Waker HD mit Medium Cloud von Delivery LP. Und bis dahin, Leute, wieder schauen und reingehauen.